Willkommen in der nächsten Folge. Wir stehen hier noch vor dem Höhleneingang, wo Nottel, er heißt eigentlich nicht Nottel, aber ich habe seinen echten Namen vergessen, wo Nottel uns hingeschickt hat, damit wir, und Rakorium auch, damit wir die Quelle... Ei? Der Bindungsmagie hier kappen können. Was? Adlerauge! Denn der gute Nottel ist ja leider hier in der Quest der vermisste Magierlehrling im Steinkreis da oben gefangen. Und wir versuchen jetzt die Quelle dieser Magie zu finden. Dann also rein in das Ding. Also ich kann mich hier wirklich nicht mehr erinnern. Auch wieder eine der späteren Sachen im Spiel, wo ich nicht mehr so genau weiß. Abamia bei Elborum. Okay. Also das ist diesmal anscheinend nicht unser altbekannter Druide. Was? Wer seid ihr? Was macht ihr hier unten? Hat er euch geschickt? Ach nö, wir sind als Zwerg direkt. Ich bin Tura, Sohn des Ikrim, und ich suche eine Quelle magischer Energien in dieser Höhle. Magische Energien? Meint ihr unser Ritual? Es ist gestört worden. Wochenlange Vorbereitung und dann spielt plötzlich jemand oben an den Steinen herum. Bestimmt hatte er da seine Hand im Spiel. Hier unten wurde irgendwas gemacht. Das sieht aus wie ein Druide. Seitdem unser Ritual unterbrochen wurde, fällt er mir andauernd in den Rücken. Er will mit allen Mitteln verhindern, dass ich es zu Ende bringe. Ständig versteckt er die Komponenten. Warte mal, das kann Lottel jetzt nicht gemacht haben. Ihr dürft seinen Lügen keinen Glauben schenken. Ihm ist nicht zu trauen. Das ist doch offensichtlich. Helft lieber mir, die Zutaten zu finden. Wer seid ihr? Ich bin Maravamir Aielburum, Magier und Erforscher arkaner Geheimnisse. Das Ritual, das ich vorbereitet habe, muss beendet werden. Er darf keinen Erfolg haben. Okay, klingt erstmal jetzt nicht böse. Wer ist er? Er war einst mein Gefährte, aber nun hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Böse und gewissenlos bis ins Mark. Am liebsten würde er mich wohl vernichten. Er darf sein Ziel nicht erreichen. Okay. Keine Zeit mehr. Ich muss schnell weiter. Wenn ihr die Komponenten habt, bringt sie zu mir. Ich warte in der Steinkreishöhle auf euch. Und seid vorsichtig. Bestimmt hat er Fallen ausgelegt. Was für Komponenten? Transversalis. Okay. Zu spät für Nachfragen. Oh. Kampf? Okay. Na, come on. Ja. Okay, Ritualkomponenten. Was auch immer das dann ist. Oh, er steht da ganz gut mittendrin eigentlich, ne? Ja. Er sollte eigentlich hier auch noch einen Rundumschlag durchführen. Angriff! Ihn irgendwie jetzt immer gerne mit dem magischen Zweihänder kämpfen, weil dann macht er halt schön extra Wunden gerne mal, ne? Okay, die Smaragdspinne hatte eine merkwürdige Knolle.
eine wirklich seltsame Knolle. Okay. Meinetwegen. Hier wächst ganz schön viel Feuermoos. Laufen wir einfach mal ein bisschen durch die Höhle. Halt! Ich weiß, dass du für diesen Crackling die Komponenten für das Ritual suchst. Vergiss dich! Zu meinem lieben Ort. Der hat den selben Namen. You look trustworthy. Wer seid ihr? Ich bin hier der Meister. Mein Name ist Lever Rahm der Dunkle. Alles in dieser Höhle dient meiner Macht. Aber sein Name ist hier oben anders. Haben die da einen Fehler gemacht, oder was? Wenn du mir dienst, werde ich dich reich machen. Ich habe die Macht, dir jeden deiner Wünsche zu erfüllen. Widersetzt du dich jedoch, werde ich dich vernichten. Ja, nee, also, der kann natürlich nicht jeden Wunsch erfüllen, ne? Sammle die Komponenten aus den umliegenden Räumen und bringe sie zum Ritualplatz in der Mitte. Ich werde dich dort erwarten. Transversal. Ein wandelndes Gerinde bietet uns also eine Belohnung an. Man muss wohl nicht gerade einen Fuchs zum Vater haben, um da misstrauisch zu werden. Das ist natürlich eine persönliche Meinung. Oh, große Feuerfliege. Ja. Na, die hat wahrscheinlich wieder so eine Komponente. Bei Andros Spark! Dieses Kraut ist nicht alltäglich. Da hinten steht jemand. Achso, hier ist eh Sackgasse. Okay. Also an diesen Sachen erinnere ich mich überhaupt nicht. Komisch. Müsste ich damals aber eigentlich gemacht haben. Er wird nicht durchkommen. Ich werde ihn aufhalten. Ja. Gut. Bestehlen kann man ihn. Die Komponenten gefunden? Es sind 5. Nein, ich habe noch nicht. Beeilt euch! Er kann jeden Moment von unserem Vorhaben erfahren. Wir müssen das Ritual beenden. Sammelt die 5 Zutaten und bringt sie zu mir. Ich habe irgendwie das Gefühl. Oh, ich sehe, wie konnte ich das nur zulassen? Was für ein Wahnsinn! Dass am Ende die Sache, die wir für ihn machen, also für ihn hier, den Lebenden, machen, dass das irgendwie schlechter ist als das, was der andere eigentlich vorhat. Also vielleicht scheint es halt nur so irgendwie, ne? Notizbuch des Schwarzmagiers. Ah, es ist doch ein Schwarzmagier. Okay, das ist ein bisschen mehr. Okay. Muss ich mir trotzdem aber mal anschauen. Könnt ihr sonst vorspulen? Endlich, Hesinde, die Mutter der Mysterien, sei gepriesen. Nach jahrelanger Forschung bin ich mir nun sicher. Die Formel, die mir in die Hände fiel, muss das Geheimnis der erhöhten Meister sein. Okay, krass, interessant. Die endlosen Entbehrungen werden nun endlich belohnt. Sich vom Schwachen und Vergänglichen zu trennen, in der Ewigkeit aufzugehen. Das ist der Weg der zur Unsterblichkeit. Es ist nicht überraschend, dass dieses Ritual dem Dunkel des Vergessens anheimgefallen ist. Ich musste ganz Aventurien bereisen, um die notwendigen Ingredienzien zu finden. Ich war in Al-Anfa, im Firunsland, auf Maraskan, im Bornland und sogar in der Wüste Kom. Nach unglaublichen Strapazen habe ich dort die Essenzen des Lebens, des Todes, des Rausches, der Erneuerung und der Betäubung ausfindig gemacht. Eine Aufgabe, die selbst die mächtigsten Magier auf die Probe stellen würde.
Aber ich habe es geschafft. Das Wichtigste aber ist das Geheimnis dieses Steinkreises, das nur ich allein kenne. Er ist zweifach, ein dualer Zirkel. Nur an einem solchen Ort ist eine Verschiebung der Sphären möglich. Heikel ist nur der Zeitpunkt, während dem die Riten vollzogen werden. Es darf absolut keine Störung geben. Um sicher zu gehen, habe ich den oberen Kreis mit Fallen abgesichert. Die Sinne sei Dank verirren sich diese einfältigen Zöllner nur selten hierher. Nun muss ich nur noch aus der Formel erschließen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Komponenten jeweils an den fünf Steinen angeordnet werden müssen. Man beginnt auf jeden Fall mit dem mächtigsten und größten Stein, dem nördlichen, und vollendet den Kreis dann in einer Rechtsdrehung. Wenn ich das alte Pergament richtig übersetzt habe, leitet sich die Abfolge aus folgenden Bedingungen her. Übersetzung. Tod und Leben sind am weitesten auseinander und doch ganz nah. Keiner von beiden ist Nachbar zur Blüte aus Maraskan. Die Beere bringt Erneuerung, doch Beeren wachsen nicht in der Wüste Kom. Rausch kommt aus Al-Anfa. Auf Rausch folgt Betäubung. Diese stammt aus Maraskan. Die Knolle bringt den Tod. Das Blatt spendet Leben. Das Leben entspringt dem Firunsland. Dieses folgt auf das Bornland. Ich habe endlich die korrekte Reihenfolge der Ingredienzien ermitteln können. Erster Stelle, am nördlichsten Stein, liegt der Tod, gefolgt von... Hier wurde der Eintrag mit wilden Strichen unleserlich gemacht und eine Randnotiz eingefügt. Nein, so darf das Ritual nicht beendet werden. Stattdessen müssen wir... Hier wurde wiederum ein Eintrag ausgelöscht und eine Randnotiz eingefügt. Das war knapp. Beinahe hätte er alles zunichte gemacht. Ich habe sicherheitshalber die Ingredienzien in der Höhle verteilt, bis ich ihn endgültig außer Gefecht setzen kann. Doch zunächst muss ich die Reihenfolge der Zutaten wieder rekonstruieren. Woher muss ich mich jedoch um etwas anderes kümmern? Ich spürte einen Luftzug, obwohl ich den einzigen Zugang zur Höhle doch versiegelt habe. Jemand ist hier eingedrungen. Hier setzt sich der normale Text fort. Ich habe das Ritual genau analysiert. Es unterliegt den normalen Regeln der Metamagie. Die nicht-gildenmagischen Komponenten dieses Zaubers, insbesondere dieser eigentümliche Steinkreis, erfordern allerdings eine besondere Beachtung. Seine duale Natur wirkt wie ein Spiegel auf die arkanen Ströme und ist in der Lage, sie beliebig zu reflektieren. Daraus ergibt sich ein mögliches Problem, das mir Unbehagen bereitet. Das Ritual könnte umgekehrt werden, wenn... Hier wurde eine Seite aus dem Buch herausgerissen, darauf folgt eine Notiz. Dieser verfluchte Schwächling, er versucht doch tatsächlich, mich aufzuhalten. Ich habe zur Sicherheit die Notiz aus dem Buch gerissen und an mich genommen, in der Hoffnung, dass er sie nicht findet und mich so bei meinen Plänen stören könnte. Okay... Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Sehr geil. Ah, hier kommt man halt im neuen Gang. Und wie viele Sachen fehlen uns noch? Boah, drei. Okay. Da will sich also jemand zum verhüllten Meister machen. Und hat es in irgendeiner Art... vielleicht auch schon geschafft. Oh. Keine Munition mehr für unseren Hauptcharakter. Na, der hat ja noch genug Morphostacheln, ne? Eigenartige Beere. Ob sie essbar ist, besser nicht ausprobieren. Ja, aber ich denke mal, dieses Rätsel... Oh, er hat auch schon wieder nix. Rätsel. Hilfreiche Tatze.
Steht jetzt nicht nur mal so im Buch, sondern ich glaube, da muss man dann wieder eben kombinieren, was neben welcher Komponente liegt und so weiter. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen darüber, dass man eventuell irgendeine andere Anordnung der Komponenten auch noch versuchen kann, um vielleicht dem anderen Typen zu helfen. Da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Irgendwie ging das ja ein bisschen hin und her in dem Buch. Aber ich denke, das, was da jetzt noch drin steht, dürfte eigentlich alles von dem nicht untoten Typen sein. Okay, aber irgendwie ist da noch ein Gang, der in die andere Richtung führt. Naja. Aber hier, Moment, hier waren wir doch auch schon, oder was? Ach, eine Riesenkrabbe. Eine einzelne. Ja, eine einzelne ist nicht so schlimm. Da haben wir schon ganz anderes erlebt. Was? Ja! Diese Riesenkrabbe, ne? Ich meine, er hat jetzt schon zwei Wunden. Richtig krass. Und er hat eigentlich eine krasse Rüstung, ne? Aber diesmal... Er hat drei Wunden. Sonderbares Blatt. Okay. Richtig krass. Ja? Na, ist egal. Okay, eine Sache. Ups, eine Sache fehlt uns, glaube ich, noch. Ja. Und hier waren wir auch noch nicht. Ja. Also ich hoffe mal, in dem Buch ist nur ein normales Rätsel drin und nicht noch irgendwie so ein doppelt verschwurbeltes Ding, wo man gucken muss, wem von den beiden man hilft. Ja? Bei Androschmark! Aber wir kämpfen ja auch die ganze Zeit ohne irgendwelche Sonderfähigkeiten, ne? Weiche! Ha! Hm? Bei Androschmark! Was? Ach stimmt, er hat ja jetzt auch den Scharfschützen. Haha! Komm schon! Ja? Weiche! Ah, exotische Blüte. Exotisch. Was? Einmal bitte heilen. Ach, wir hätten hier wieder mit Helga das Tierreich einen zu uns holen können. Aber gut. So, sehr schön. Moment. Wir haben... ich dachte, es sind fünf.
sich diese erbärmliche Existenz zurückgezogen hat. Ich muss mit dir sprechen. Der Augenblick der Entscheidung ist gekommen. Der andere ist wach. Ich habe Macht, dich reich zu belohnen. Gib mir die Komponenten. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das wirklich einfach nur dieses klischee-mäßige, wir helfen dem böseren Typen und kriegen dafür eine dolle Belohnung ist, oder eben, ob er nicht eigentlich doch aus irgendeinem Grund, den ich gerade in meiner Müdigkeit nicht checke, vielleicht doch eigentlich der gute Weg ist. Aber gut, wir handeln jetzt nach unserer Intuition. Auf keinen Fall. Will man euch helfen, ich nicht. Dann werde ich nicht das Retter. Dich und den Schwächling. Niemand hält mich auf. Ich. Naja, was ihn aufgehalten hat, war ja durchaus, dass er nicht selbst die Ritualkomponenten gesammelt hat von den paar Viechern. Moment, die Viecher wurden aber irgendwie hinteleportiert, ne? Ey, ist irgendwie echt alles komisch. Transversal. Ich dachte, er kämpft jetzt. Schade. Ah, falscher Weg. Okay, er steht da. Er wird damit nicht durchkommen. Ich werde ihn aufhalten. Habt ihr die Komponenten gefunden? Es sind 5. Okay, es sind 5. Ja, ich habe hier alle 5. Ja, gut. Nun kann ich das Ritual beenden. Ich werde wieder gut machen, was? Ja, aber ich meine, das ist doch Quatsch. Normalerweise würde man natürlich, vor allem wenn er hier steht und nichts zu tun hat, da würde man doch fragen, was machst du hier für ein Ritual? Oder man würde irgendwie in dem Buch da lesen und ihn dann fragen und so weiter. Das ist halt komisch. Nein, das Ritual wird verzogen. So wie es beschlossen war. Hätte ich nicht auf dich erbärmlichen Namen gehört, ich wäre längst am Ziel. Wir hätten wahrlich todbringende Feinde auswählen sollen. Unser Ritual wäre nie gestört worden. Und deine Schwäche lief uns zurück. Tukov, gib mir die Komponenten. Ich werde es jetzt beenden. Der irgendwie so ein Ritual irgendwie so halb durchgeführt oder irgendwie nicht richtig, dass es irgendwie broken war? Der da irgendwie nicht wirklich zum Weltmeister geworden ist und sterblich geworden ist, sondern da gibt's doch immer dieses, das war doch auch bei Hexen 1733 in dem einen Abenteuer, da gab's auch so ein NSC, so ein Skelett, das da rumsaß und dann irgendwie auch erzählt, ja, ich wollte eigentlich Unsterblichkeit und das habe ich mir dann auch bei irgendeinem Wesen oder irgendeinem Vieh gewünscht, irgendeinem Übernatürlichen, und weil ich einen Wunsch frei hatte, ja, und dann habe ich Unsterblichkeit bekommen. Dann bin ich irgendwann Skelett gewesen, aber halt unsterblich. Ja, ich hätte mir mal ewige Jugend wünschen sollen. Na gut. Vielleicht ist ihm das hier auch passiert. Nein, ich werde für dich aufschreiben. Ihr, bitte, platziert die Komponenten für mich. Die Reihenfolge ist das Buch. Ihr müsst dem Buch nachsehen. Aber ihr müsst es verändern. Der Zettel, hier in meiner Tasche. Ihr wisst... Hör nicht auf den Namen. Platziere die Komponenten. Benutzt das Buch. Vollziehe das Ritual. Okay, im Buch ist es doch so, wie er das will. Ich werde so lange dafür sorgen, dass die Wahnsinn stören kann. Gib Bescheid, sobald die Zutaten angeordnet sind. Ich dachte, er wollte uns zerschmettern. Och nö, ne? Beende das Ritual. Der untote Zauberer will, dass ich das Ritual an seiner Stelle beende, während er mit seinem Widersacher kämpft. Der scheint etwas dagegen zu haben, das Ritual auf diese Art auszuführen. Die richtige Reihenfolge der Komponenten hat mir der Untote auch nicht verraten. Ich soll sie in einem Buch lesen. Können natürlich einfach irgendwas da reinpacken. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon ein bisschen spät, nämlich gerade bei mir. Eigentlich müsste ich auch bald etwas langsam schlafen gehen, aber so ein bisschen Zeit, glaube ich, haben wir schon noch in der Folge.
weiß nicht, ob ich noch so wach bin. Aber dann müssen wir noch mal gucken. Okay, ich versuch's. Okay. Also die Länder sind vielleicht doch irgendwie wichtig. Da war ein Anfahr. Im Firunsland. Maraskan. Ich muss doch hier so ein bisschen mitschreiben. Bornland. Und in der Kom. Steinkreis, bla bla bla, Zöllner. Form erschließen. In welcher Reihenfolge die einzelnen Komponenten jeweils von. Man beginnt auf jeden Fall mit dem mächtigsten und größten Stein, dem nördlichen. Okay, den gucken wir uns erstmal an. Ich gebe nicht auf! Ich beende dein abscheuliches Dasein! Sehe ich hier nix. Oh, und das Marktspinne. Was machen die denn? Aber Norden ist doch eigentlich nicht hier. Aber das hier ist auf jeden Fall der mächtigste Stein. Okay. Wissen wir schon mal Bescheid. Naja, hier im Buch wird ja eh die Zeit angehalten. Ne? So. Angefangen mit dem mächtigsten. Und dann natürlich im Uhrzeigersinn. Rechtsdrehung. Ach so, ich muss überhaupt noch mal wissen, was wir hier haben. Hier die merkwürdige Knolle. Das seltsame Kraut. Beziehungsweise, ich merke gerade, ich könnte ja auch einfach hier einmal auf Pause machen in der Aufnahme und dann das hier ein bisschen austüfteln und dann. Okay. Dann sage ich euch gleich einfach Bescheid. Gut, machen wir es einfach so. Gut, dann mache ich mal Pause und wir sehen uns. Wir gucken gleich. So, wenn alles geklappt hat, müsste die Pause jetzt wieder zu Ende sein, die ich hier gerade gemacht habe. Ich habe jetzt hier gerade 10, 15 Minuten lang wirklich hier mit meinen Zetteln so ein bisschen rumgedödelt. Und tatsächlich. Ja. Oh, wir können sogar den Rundturm hier noch spielen. Oh nee, ne? Ich habe jetzt hier gerade rumgeäumelt und wir haben einfach was. Okay, wenn das Ritual oder reversales Ritual. Ich habe in der Tasche des Schwarzmagiers einen Zettel gefunden, der darauf hinweist, dass das Ritual sich umkehren lässt. Dazu muss ich nur die angedachte Reihenfolge der Komponenten umkehren. Diese Umkehrung dürfte ganz im Sinne des lebendigen Zauberers sein. Und in Nottels Sinne auch. Hier steht nur, man die gleichen Prinzipien wie beim Reversalis zugrunde legt, da die magischen Energien beliebig gebrochen und umgeleitet werden können, kann auch die Wirkung des Rituals aufgehoben werden, indem man die Komponenten in umgekehrter Reihenfolge anordnet, also beginnend mit dem Leben am nördlichsten Stein. Ja, der nördlichste Stein, wie gesagt, hier der große. Ja, also mein Problem war jetzt gerade, dass ich habe das halt einfach so als Liste halt gemacht, ne, und einfach geguckt, was liegt jetzt wo. Und durch die Beschreibung in diesem Text, da in dem Buch war das ein bisschen komisch, und da habe ich halt gemerkt, bin ich blöd, ich muss ja hier natürlich den Steinkreis quasi abbilden. Da kann man dann auch besser gucken, was liegt wo neben wem oder so. Habe ich dann halt auch nochmal gemacht.
Und es ist halt einfach ein bisschen komisch, weil ja, man soll mit Tod anfangen. Da kann man auch rausfinden, dass das dann die Knolle ist. Hier im Nördlichen, also da kann man natürlich dann einfach Leben stattdessen hintun. Und da findet man auch raus, dass Leben ist sozusagen das Blatt hier. Das sonderbare Blatt. Okay, kein Problem soweit. Ja. Und gleichzeitig ist das halt alles einfach ein bisschen komisch, weil Tod und Leben sind, also das Blatt und die Knolle sind halt gleichzeitig nah dran, gleichzeitig weit weg. Das kriegt man hier im Steinkreis irgendwie nicht so wirklich hin. Und gleichzeitig, also der wird dann auch mal mit den Ländernamen ständig irgendwie hantiert. Das ist dann halt irgendwie ein bisschen verwirrend. Und dieses Maraskanische, also diese exotische Blüte ist das dann wohl, das wird von keinem der beiden berührt. Das geht aber nur, wenn die wirklich nebeneinander sind, also Tod und Leben. Also wenn die hier ganz oben und entweder hier links oder da rechts dann nebeneinander sind, dann würde in dem Fall keiner von denen diese andere Sache, diese Blüte berühren. Das widerspricht aber wieder der Aussage, dass die eigentlich weit voneinander weg sind, Tod und Leben. Also das ist irgendwie, es sei denn, das ist wieder so eine komische Meta-Aussage oder so. Nur so dieses philosophische, ja, sie sind weit entfernt und so. Und das keine echte Position im Raum angibt. Also, und das andere, was dann noch kommt, das ist sowieso irgendwie alles komisch. Also, ich speichere jetzt mal. Ich will natürlich das reversale Ritual machen. Und Leben wäre das Blatt. Ich gebe nicht auf. Ich beende dein abscheuliches Dasein. Und ich tue jetzt mal hier quasi tot, ne? Ist ja hier diese Knolle. Oh, da passiert irgendwas. Nee, ich glaube, die zaubern irgendwo rum. Und in dem Sinne müsste die exotische Blüte, also Maraskan, müsste eigentlich hier sein. Ja, und bei den anderen beiden habe ich keine Ahnung. Mache ich halt einfach mal die Beere jetzt hier hin. Ich mache. Und da das Kraut. Jo, da passiert halt gar nichts. Aber so. Dann nehme ich mal die Beere weg. Pack hier das Kraut rein. Wird gemacht. Tausche ich das mal um. Achso, kann man. Muss man erstmal mit ihm reden oder was? Hast du die Komponenten angeordnet? Meine Leute ist weit erschöpft. Oh, wir müssen erst was sagen, okay. Oh, wir können sogar noch fragen. Wie soll ich die Komponenten anordnen? Ich kann mich nicht erinnern. Mein schreckliches Selbst blockiert immer noch. Mein Geist will nicht, dass ich es vollende. Das Buch, sieh im Buch nach. Ja, da steht halt nur Scheiße drin. Nee, also das ist einfach ein Rätsel. Aber irgendwie. Hast du die Komponenten? Irgendwie hab ich das Gefühl, da fehlt was. Also irgendwie, das ist irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht. Oder ich bin einfach zu müde, keine Ahnung. Naja, ich hast du es auch richtig gemacht? Ein Fehler hätte
Schlimme Folgen für deine Freunde auf Ohr. Ja, wir haben ja gespeichert. Ich bin es. Gut, so sei es. Potentia Infinita. Saphirath. Urgewalt. Wieder in Erna. Sphärenkraft. Seligkeit. Es ist vollbracht. Ich spüre die Wandlung. Nur noch einen Augenblick und... Was? Was ist passiert? Wo bin ich hier? Ich habe noch keine Ahnung, ob hier irgendwas gut gelaufen ist oder nicht. Was ist los? Bin ich geschrumpft? Und was sind das für komische Klamotten? Oh, okay, wir haben es falsch gemacht. Oh, was hast du getan? Verfluchtes Fleisch, du hast die Komponenten falsch angeordnet. Unser Geist ist jetzt im Körper des Jungen. Auch gut. Hilfe! Verschwindet aus meinem Kopf! Oh, das ist aber ein interessantes Problem. Das muss ich mal in Ruhe studieren. Transversalis... Wartet! Nein! Teleport! Die Quest ist gescheitert. Beides ist gescheitert. Akorium sollte davon erfahren, was geschehen ist. Dass im Körper von Nottl jetzt zusätzlich zu Nottl auch noch die Geister von zwei irren Zauberern wohnen. Und dass die drei sich auf und davon gemacht haben. Akorium wird wohl einen neuen Lehrling brauchen. Ah, scheiße. Ja. Das muss ja laufen. Also nochmal hier jetzt. Also Reversalis-mäßig muss ja hier das Leben hin, ne? Also hier nochmal das Blatt. Jetzt werde ich dich vernichten! Oh! Ich bin auch einfach jetzt zu müde. Also, ich glaube, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Also wir lassen das mal an der Stelle hier und ich muss mal schauen. Also entweder ich gucke noch mal bei wachem, klaren Geist hier nicht kurz vorm ins Bett gehen. Noch mal so richtig. Und oder wenn ich da irgendwie nichts hinkriege, dann schaue ich es halt einfach nach und wir machen das für Nottl noch mal ganz nett halt, ne? Ja, okay. Dann erstmal so und dann bis zum nächsten Mal. Da werdet ihr dann sehen, was dann rausgekommen ist. Also, bis dann.